Gut, ich würde sagen, wir starten. Wir haben euch ja leider ein bisschen warten lassen, aber das Thema birgt Potenzial in sich, dass man gerne noch mal ein paar Minuten mehr braucht. Herzlich willkommen zu dieser kurzen, knackigen, aber doch für euch wahrscheinlich recht informativen Pressekonferenz zum Thema, wie ist denn der derzeitige Status, wie ist denn wie sind die nächsten Schritte und wie geht es jetzt weiter bei der großen Frage, wie zwei Grazer Vereine Bundesliga in Graz spielen können. Den Prozess, glaube ich, brauche ich nicht lang erklären. Viele haben ihn auch seit Jahren mitbegleitet oder haben genug schon recherchiert. Das ist kein Thema der letzten zwei Monate, zwei Jahre. Ganz im Gegenteil, wenn man sich damit beschäftigt, das Thema von den Stadien in Graz gibt es seit mehreren Jahren weit über unsere Periode hinaus. Dementsprechend ist es jetzt auch komplex zu lösen und nicht in ein, zwei Sitzungen zu klären, da nicht nur eine technische Komponente und eine finanzielle Komponente aufeinandertreffen, sondern sehr viele Emotionen, verständliche Emotionen, Emotionen, die der Sport mit sich bringt, ihre Gerechtigkeit haben, aber diese Bandbreite zu vereinen, war Aufgabe des Ausschusses. Gut, ich würde sagen, den ganzen Prozess liegt ja eine fundierte fachliche Beurteilung zugrunde. Das heißt, noch bevor politisch entschieden werden kann, gibt es eine Expertinnenbewertung, die überhaupt die Ausgangsbasis bietet. Gestartet hat der Prozess ja schon unter meinem Vorgänger, der begonnen hat aus einer Fülle an Potenzialen, die mehr im Raum herumgeschwebt sind, Potenzial betreffend der Standorte genauer gesagt, das Ganze mal zu kanalisieren und zu konkretisieren. Und genau dort hat jetzt dankenswerterweise der Kollege Werlin mit seinem Team angesetzt und ich bitte jetzt um die Präsentation der Erkenntnisse zur technischen Ausgangslage, die sich gefragt hat, wo wäre denn überhaupt ein Standort für etwaige Überlegungen. Dankeschön. Jetzt würde ich nur um technische Hilfe bitten, dass wir die kleine kurze Präsentation hier starten können. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Die Aufgabe der Stadtbaudirektion und des Stadtplanungsamtes war es, vertiefte Prüfungen vorzunehmen für einerseits eine mögliche Standortsuche für ein Stadion mit der Größe 10.000 bis 15.000 BesucherInnen und das zweite war auch eine Probabschätzung am vorhandenen Standort in Liebenau vorzunehmen. Auf der ersten Folie, wenn ich die bitten darf, sehen Sie nochmal kurz zur Erinnerung, das waren die Rahmenbedingungen für uns, für unsere Standardanalyse, und zwar als Inputgröße ein Fassungsvermögen von 10.000 bis 15.000 ZuschauerInnen. Diese Größe ist adaptierbar natürlich, aber das war jetzt einmal für die Erstanalyse der Rahmen. Das bedingt eine Mindestgröße eines Gesamtareals von ca. 30.000 Quadratmetern und in zwei Phasen Mindestgröße Stadiondimension 150 bis mal 200 oder 120 mal 160 Meter. Wichtig war uns auch zu prüfen die gute Anbindung an ein hochrangiges Verkehrsnetz, weil ja doch die ZuschauerInnen möglichst gut und rasch zum und vom Stadion hin und weg kommen sollen. Die Standortsuche möchte ich in zwei Phasen aufteilen. In der ersten Phase wurden tatsächlich 16 mögliche Standorte vom Stadtplanungsamt zur vertiefenden Prüfung empfohlen, ob die Eignung gegeben ist oder nicht. Es zeigte sich dann sehr rasch in der zweiten Phase, dass zum Beispiel die 6 Standorte im Norden auszuscheiden waren. In Klammer stehen die einzelnen Standorte angeführt. Schlussendlich kam heraus, dass es sich nur lohnt, aus fachlicher Sicht 3 Standorte im Süden von Graz vertieft zu prüfen. Wie erfolgte diese Prüfung? Die Prüfung haben wir wirklich sehr intensiv in Abstimmung mit den relevanten städtischen, aber auch Landesabteilungen durchgeführt. Sie sehen hier, ich nenne sie jetzt nicht alle einzeln, aber Sie sehen, dass wir hier sehr, sehr viele Abteilungen mit dieser Fragestellung befasst haben, auch Behörden im Vorfeld. Auf der nächsten Folie sieht man jetzt einen Überblick über mögliche Standorte und die 3 rot eingekreisten sind die, die jetzt in dieser Studie vertieft geprüft wurden. Wie wurden sie geprüft? Das sehen wir auf der nächsten Folie.
Folie. Wir haben uns hier orientiert an dem UEFA-Handbuch für Standorte. Das ist also links hier angeführt. Die UEFA hat hier für Stadionareale klare Rahmenbedingungen, die zu berücksichtigen sind. Zum Beispiel die wesentlichsten sind natürlich die Fläche, Topografie, die Lage, dann Planungs- oder Baubeschränkungen, also ob es behördliche Hürden gibt oder überhaupt Restriktionen. Die Erreichbarkeit, wie schon gesagt, Lärm, Flutlicht sind ganz sensible Themen, weil das ja auch die Anwohnerschaft betrifft im Umfeld. Und schlussendlich die Eigentumsverhältnisse. Die sind auch entscheidend, ob der Staat der Grund gehört oder ob es ein Fremdgrund ist, der erst erworben werden muss. Zusatzkriterien haben wir dann noch angeführt, ein paar Umweltaspekte, nämlich Wasserschutzschongebiete, Lessons learned aus den nördlichen Gebieten, Stadtklimatologie und so weiter. Dieses UEFA-Handbuch mit diesen Kriterien haben wir noch erweitert mit den Bundesliga-Stadionbestimmungen, die es in Österreich gibt, dann ÖNormen, ÖAL-Richtlinie, ÖISS und eben diese Zusatzkriterien, wie schon genannt. Auf der nächsten Folie sehen Sie jetzt eine Zusammenfassung, um die Zeit nicht überzustrapazieren, dieser Kriterien. Das sind also die Spalten, sind die Kriterien, und anhand der Farben sehen Sie die Eignung für bestimmte Themen. Wir haben diese Kriterien, denen haben wir die Zahlenwerte zugeordnet, um hier leichter zu einer Vergleichbarkeit zu kommen. Und die Zahlenwerte orientieren sich wieder an den Einflussgrößen für die Standorteignung. Man sieht sehr leicht, dass ein paar Standorte recht rot sind. Rot heißt, wie die Farbe schon sagten, in dem Fall kritisch im negativen Bereich. Bei den drei Standorten Grotenhof, Nahverkehrsknoten Bultigam und das Ackernareal, die sind vertieft untersucht worden. Man sieht bei der Gesamtsumme Grotenhof 5 Punkte, Ackernareal 1,5, 20,5, Nahverkehrsknoten Bultigam. Also allein schon diese Summen zeigen ganz deutlich diese Spreizung, dass aus fachlicher Sicht eigentlich für eine weitere vertiefte Untersuchung nur der Standort beim Nahverkehrsknoten Bultigam in Frage kommt. Bei diesem Standort muss allerdings dazu gesagt werden, er hat das höchste Potenzial, gibt es aber weiter, jetzt in einer vertieften Prüfung, weitere Konfliktfelder zu untersuchen. Das kann man nicht auf die Basis dieser sehr generellen Eignungsprüfung, das benötigt eine vertiefte Prüfung. Und hier geht es dann um konkrete technische und rechtliche Umsetzbarkeit. Das kann nur im Rahmen einer Machbarkeitsstudie mit Verkehrskonzept, Gutachten zu Lärm- und Lichtemissionen, zu den benachbarten Wohngebäuden und so weiter gemacht werden. Auch darauf aufbauen ein erster Projektkostenrahmen und Projektablaufsplan. Nicht beinhaltet sind hier noch die Errichtungskosten und Ankauf des Grundstücks. Also das sind in dem Fall dann zu ermitteln. Parallel dazu haben wir abgeschätzt, das sieht man auf der nächsten Folie, beim bestehenden Standort in Liebenau, da werden ja derzeit ja immer wieder oder Anpassungen erfolgen ja laufend, diese Ertüchtigungen, Sanierungen inklusive Rasen, aber auch die Sicherheitsinfrastruktur, die Anpassungen an die sich ändernden Auflagen, Ausbau, Sporttagungszentrum, Skyboxen, das sind Themen, die ohnehin vor Ort laufen. Und jetzt könnte man natürlich auch, nachdem ja das Stadion und das umgebende Areal schon etwas in die Jahre gekommen ist, gibt es ja doch einen gewissen auch Sanierungsbedarf oder Entwicklungsbedarf. Und auch dieser Standort könnte aus fachlicher Sicht hinsichtlich Erweiterungspotenzial neue zusätzliche Anforderungen geprüft werden, eben Kapazitätserweiterung und so weiter. Aber auch das geht natürlich nur anhand einer konkreten Machbarkeitsstudie. Wenn diese für diesen Standort also angefertigt wird, könnte man auch hier den Projektkostenrahmen und Ablaufplan konkreter darstellen. Die nächste Folie ist nur eine Gegenüberstellung. Das sind unsere Standardwerte für Projektentwicklungen. Man sieht aber kurz, dass im Prinzip gut 50 Monate ab Start zu veranschlagen sind. Ich sage circa, ob man das beschleunigen kann, wird man sehen, aber das sind die Standardwerte. Da hier sind abgebildet die Projektentwicklungs
Zeiten, die müssen ja mit externen Gutachten erstellt werden. Da sind abgebildet dann auch behördliche Zeiten, was bis zu einer Genehmigung. Daher sind auch abgebildet Ausschreibungszeiten und auch die Bauzeiten in der letzten Spalte. Warum sind die in etwa gleich? Weil, wenn man das jetzt auf Augenhöhe vergleicht, man eigentlich für beide Standorte dieselben Kriterien einmal zugrunde legt. Gucken wir auf die Summen. Dazu erwarten wir allerdings aus technischer Sicht, dass bei dem Standort neu, linke Seite, man höchstwahrscheinlich nicht ohne UVP-Verfahren das abwickeln kann. Und wir erwarten beim Bereich Stadion Liebenau, dass dort voraussichtlich kein UVP-Verfahren notwendig ist, weil es ja raumordnungsrechtlich die Rahmenbedingungen schon gegeben sind. Auf der letzten Folie sehen wir dann noch, wie würden wir jetzt aus fachlicher Sicht diese beiden Varianten ganz kurz abschätzen. Die Vorteile, wie gesagt, bei einem Standort Liebenau ergeben sich, dass keine raumordnungsrechtlichen Änderungen notwendig sind. Wir erwarten kein UVP-Verfahren, aber als Herausforderung stellt sich sicher dar, wenn hier gebaut wird, dass der laufende Spielbetrieb auch entsprechend angepasst werden muss. Für beide Varianten, wie gesagt, ist es notwendig, um hier Klarheit zu bekommen und auch eine politische Entscheidung zu treffen, dass hier Machbarkeitsstudien, wenn gewünscht, auch angefertigt werden müssen. Das wäre aus fachlicher Sicht die Kurzanalyse, was die Befassung mit den bisherigen Standorten betrifft. Danke. Vielen Dank. Nach Schaffung der Fakten darf ich in meiner moderierenden Rolle weitergehen und den Stadtrat Ebert bitten, dass wir nun mit der Erkenntnis im Ausschuss gemeinsam angefangen haben und wie die nächsten konkreten Schritte jetzt ausschauen werden. Ja, vielen Dank zunächst an den Herrn Stadtbaudirektor für die Erläuterungen jetzt und für die Vorarbeiten. Da steckt ja viel Arbeit natürlich drinnen. Für uns war natürlich auch wichtig, dass wir jetzt nicht nur auf die Zurufe der Vereine hören oder den einen oder anderen Verein irgendwie bevorzugen oder benachteiligen, sondern es geht wirklich darum, dass man da sozusagen in ein faires Modell kommt, also womit dann beide Vereine auch am Ende des Tages, wie es so schön heißt, hoffentlich auch gut damit leben können. Konkret werden jetzt also die nächsten Schritte sein, dass wir diese Machbarkeitsstudien im Gemeinderat oder über den Gemeinderat in Auftrag geben, und zwar beides sozusagen, also sowohl für einen neuen Standort, für ein Stadion, ein komplett neues Stadion, als auch für Liebenau. Wir sehen dort ein bestimmtes Potenzial, das man dort auch entwickeln könnte, auch oder sowohl im Hinblick auf die UEFA-Cup-Tauglichkeit, also wir sind da natürlich immer bemüht, auch Flächen entsprechend zusätzlich auch anzukaufen, haben erst jüngst ein kleines Häuschen dort gekauft, um mehr TV-Flächen unterzubringen, aber es geht natürlich auch um eine tatsächliche Sitzplatzerweiterung oder Platzerweiterung im Stadion direkt. Auch dafür sehen wir ein bestimmtes Potenzial und das wird nun dann auch untersucht werden von der Stadtplanung, Stadtbaudirektion und ist natürlich dann eine wichtige Entscheidungsgrundlage. Parallel dazu werden wir jedenfalls im intensiven Austausch mit beiden Vereinen bleiben. Die haben ja auch natürlich ihre Expertise, ihre Erfahrungen, was Stadionbau anbelangt. Vielleicht nicht jetzt aus eigener Erfahrung direkt, aber haben natürlich ja viele Kontakte und es sind ja in Österreich gar nicht so wenige Stadien gebaut worden in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Und da geht es natürlich auch darum, dass wir schauen, in welchem Kostenrahmen bewegen wir uns. Es ist für uns ganz klar, wir haben natürlich nur eingeschränkte finanzielle Mittel, die stellen wir nach Möglichkeit auch zur Verfügung, aber selbstverständlich müssen auch andere da sich mit beteiligen. Ich spreche da in erster Linie natürlich das Land an, das da ja auch schon signalisiert hat, dass dann, wenn es entsprechende Projekte
gibt, werden sie sich das natürlich genauer anschauen, aber auch ihre Bereitschaft bekundet, da durchaus mitzumachen. Es geht darum, dass auch die Vereine natürlich nach ihren Möglichkeiten, die sind im Moment sehr unterschiedlich, wie jeder sich ausrechnen kann, da auch mitmachen werden. Aber es geht natürlich auch darum, dass man vielleicht die einen oder anderen Sponsoren dazu findet, die da bei so einem Projekt mitmachen. Wie gesagt, oder noch einmal gesagt und unterstrichen, jetzt noch unabhängig davon, ob es ein neues Stadion geben wird, ob es die Merkur Arena werden wird, die ausgebaut wird, oder ob es beide Varianten sogar gibt und dann die Vereine sich die Stadien oder jeder sein eigenes Stadion hat. Also diese Entscheidung ist noch nicht getroffen. Danke. Dankeschön. Auch mit dem 30 noch seine Einschätzung. Ja, schönen guten Abend von meiner Seite. Ich möchte noch einmal dieser reingehen auf die ausstehende Machbarkeitsstudie, Studien. Weil im Großen und Ganzen werden wir in Liebenau natürlich schauen, inwieweit man dieses Stadion circa 30 Jahre alt, also eigentlich sollte es noch Lebenszeit haben, fit machen kann für die nächsten Jahrzehnte, verkehrstechnisch, Lärm, Lichtemission und natürlich die Vergrößerung bis auf, sagen wir mal, rund 20.000 Plätze, was einer Steigerung von ca. 5.000 gegenüber jetzt entsprechen würde. Und andererseits auf diesem ausgewählten zweiten Grundstück im Buntigam eine Variante für ein kleines Stadion mit etwa maximal 15.000, aber für den Fall, dass wir doch nicht einer Zwei-Stadion-Lösung politisch folgen können, finanziell folgen können, für ein Großstadion mit ca. 25.000. Also das alles soll beinhaltet sein und dieser Beschluss soll möglichst noch im Juni, eventuell im Juli Gemeinderat an die Baudirektion und an die Schwesternabteilungen, die hier das Know-how dafür haben, ergehen. Und ich hoffe da auf einen einstimmigen Beschluss. Abschließend vielleicht, nachdem das ja für viele von Ihnen und für uns schon eine jahrelange Geschichte ist, dass man mit Liebenau nicht ganz gut leben kann im Spitzenfußball, und da war es eben noch nur Sturm unter Anführungszeichen, und jetzt kommt der GRK dazu, das hat sich ja viele Jahre hingezogen. Im September letzten Jahres ist dieser Ausschuss, Stadionausschuss vom Gemeinderat implementiert worden. Und ich finde es eigentlich, ohne uns selber zu sehr auf die Schulter klopfen zu wollen, vor allem auch den Vereinen möchte ich dahingehend danken, dass wir ein gutes halbes Jahr später so weit gekommen sind, wie davor, glaube ich, niemand gekommen ist. Und das darf uns auch ein wenig freuen. Ja, dies von meiner Seite mal fürs Erste. Fein. Ich würde die Fragen auch noch, wie geht es weiter, beziehungsweise die Fragen können dann nachher dann gestellt werden. Der Ausschuss hatte die ganz klare Aufgabe, einen möglichen zweiten Standort für die Frage, wie die beiden Vereine gerade spielen können, zu eruieren und zu finden. Das hat er getan. Mit dem, mit den heutigen Erkenntnissen auch im Ausschuss ist somit die Arbeit dahingehend abgeschlossen, jetzt fehlt mir fast das Wort, und alle weiteren Besprechungen mit den Vereinen, die auch in diesem Prozess inkludiert werden, also wir werden es jetzt nicht abkapseln, sondern es wird ein partizipativer Prozess oder tageslang, denn die Wörter schon schwierig, mit den Vereinen. Es wird eine Projektgruppe errichtet, die sich genau mit diesen Machbarkeitsstudien beschäftigt, parallel dazu ein Lenkungsausschuss, dem es berichtet wird. Und in diesen Abwicklungsschritten werden die Vereine direkt eingebunden, also nicht wieder ein großes Auditorium, das auch gern sich in sich selbst verliert, sondern unkompliziert, direkt und möglichst effizient, um an beiden Standorten für beide Varianten ihren Teil, ihren Input, ihren Bedarf anzumelden und einzubringen. Gut, gibt es Fragen? Aber ich lasse den Kollegen zuerst. Wo fangen wir an? Habe ich das richtig verstanden? Wenn es ein Großstadion gibt, dann ist das am neuen Standort und nicht in Liebenau.
Oder ist das auch noch möglich? Beides ist denkbar. Sollte, schauen Sie, Stadtrat Eber, der ist da im ersten Beruf, man hat die Finanzen über. Wir müssen die finanzielle Bedeckung, und das ist ein großes Projekt, der Grundstücksankauf, die Entwicklung, die Aufschließung und der Bau natürlich des Ganzen, der Betrieb ist auch etwas, was man ein bisschen vorausdenken sollte. Das müssen wir alles darstellen können. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das Land Steiermark für die zwei doch auch in der gesamten Steiermark wirkenden Vereine, der eine noch viel stärker als der andere wird stärker werden, dass das Land Steiermark sich finanziell da sehr großzügig beteiligt, dann können wir wahrscheinlich eine Zwei-Stadien-Lösung darstellen. Wenn das so nicht machbar ist oder die Buntigammer-Variante aus irgendeinem Grund nicht gut darstellbar ist, dass Auflagen oder UVB-Verfahrensauflagen dazu kommen, dann ist Liebenau noch immer eine, bitte zitiert mir nicht, Rückfallsvariante, auf der wir weiterarbeiten können. Und ich habe es vorher schon gesagt, der Nutzbau stellt man nicht für 30, 35 Jahre hin, den sollte man eigentlich für 80 oder 100 Jahre andenken. Und das sollte sich vielleicht noch ausgehen, was man hochlegen muss. Im Übrigen Sturm will ja in Liebenau selber verbleiben. Ne? Was ist die Zeit der Fläche im Grundbestand, die noch gedrückt wird? Das ist die mit der Startnummer 1 auf der Folie. Nein, das ist die Ergebnisfläche, die zweite, und das ist ja auch aus dem Projekt. Also nachbildlichen Aufgaben bekommen Sie die Präsentation mit. Es war Ackern, es war Bottenhof und es war Grundbestand. Womit ich zu meinen Fragen komme, es gibt ja eigentlich die Wünsche von mehreren Vereinen, verschiedene Dinge umzusetzen. Es gibt ja auch den Wunsch eines neuen Hallenbades oder zusätzlich zu Eckenberg. Man möchte ein Sportleistungszentrum oder Olympiazentrum in Graz haben. Eine weitere Remise ist geplant und so weiter. Das heißt, das geht sich nicht aus in einer Funktionsperiode einer Stadtregierung. Das heißt, das muss man mit einer Langfristperspektive von 10 Jahren sehen. Sie haben im Herbst mir mal gesagt, dass Sie auch gegen Insellösungen sind und eher ein Gesamtpaket fokussieren oder in Aussicht nehmen. Wo geht die Reise hin? Wird man auch das berücksichtigen oder wird man sich nur auf dieses neue Fußballstadion konzentrieren? Beantwortet jetzt auch für dich und zu der quasi der Zuständigkeit dieser. Schön ist es, und das ist immer bei Infrastrukturen, wenn ein Mehrfachnutzen gegeben ist. So, es kann aber der eine Nutzen darf den anderen nicht blockieren. Das heißt, man befindet sich in diesem Spannungspunkt. Und natürlich, und das gilt bei allen Projekten der Stadt Graz, und da greife ich wieder jetzt auf wirklich in ein Ressort ein, man schaut immer, dass man den größten Mehrwert aus einer Infrastruktur Vorhaben herausholt. Möglichst viele unterschiedliche Nutzungsvarianten, möglichst viel Potenziale. Ob das jetzt für diesen Standort möglich ist, in einer monetären Voraussicht, in einer zeitlichen Komponente und auch in einer Umsetzung, also der Zeitraum der Umsetzung muss ja auch der gleiche sein, das ist Teil einer Machbarkeitsstudie und salopp gesagt, wird man nicht das eine mit dem anderen blockieren. Wir schauen es uns jetzt vertiefend an und den Fokus, mehrere Sachen in einer Infrastruktur zu vereinigen, haben wir sowieso immer in der Stadt. Vielleicht habe ich es verwehrt, aber bis wann soll die Machbarkeitsstudie abgeschlossen sein? Ist das schon ein Plan? Circa 8 Monate. Also wir rechnen mit circa 8 Monaten ab Beauftragung durch den Gemeinderat. Und Juni, Juli soll es im Gemeinderat sein. Ja. Wir streben den Juli-Beschluss an, es ist aber relativ knapp Zeit für ein Statutarstück, so, das ja auch ein paar... Jetzt wird es aber alles, was schneller geht, und wir hatten heute die Diskussion auch schon bei dem Zeitrahmen der Bauvorhaben, man muss vom längsten Fall ausgehen, um nicht falsche Erwartungen zu erwecken und sagen, okay, das muss jetzt noch 12 Monaten sein, aber alles, was schneller geht, sind wir bestrebt zu machen, den bei der Machbarkeitsstufe. Und auch beim Beschluss im Juni, blödesten Fall wird es Juli, aber es muss auch einer sein, der hält. Also bevor man was zusammenstutzt, jetzt salopp, gibt man sich noch das Monat. Kurzum, bis Weihnachten wird es Backerl nicht unter dem Baum liegen, aber vielleicht geht sie Valentinstag aus.
Wollen Sie eigentlich auch, dass der Bund da mitzahlt? Also eine Beteiligung des Bundes? Der Bund wird nicht mitzahlen. Das okay. ist definitiv ausgeschlossen in der Struktur, in der wir sind. Sport ist Ländersache. Mhm. Das hat der Herr Bundesminister letztens, glaube ich, ich weiß nicht, in welchen Medien nachzulesen, habe ich jetzt nicht. Weil die Frau Bürgermeisterin vor anderthalb Wochen noch gesagt hat, das Bund, Land und Stadt. Ich habe gestern Nachbar, das hat er wirklich so gemacht. Aha, okay. Also, bitte. Gestern waren ja alle zusammen. Wäre bei vorliegender Machbarkeitsstudie, sozusagen ob in einem Jahr, wäre da schon denkbar, dass diese Entscheidung, ob die Standort ein oder zwei Standorte sein werden, schon dann fällt, also nächstes Jahr? Ja. Wir gehen davon aus, dass die Machbarkeitsstudie uns deutlich mehr Klarheit gibt, auch behördlich, wie tauglich der Standort schlussendlich ist. Wir gehen schon davon aus, dass am Ende der Machbarkeitsstudie so eine Frage grundsätzlich entscheidbar wäre. Und zu dem Entscheidungsprozess allen, sage ich mal, überlegen und zugrunde liegt, was ist das genaue Konzept? Das Land für alle Commitments, das man einholen möchte, braucht ein Konzept. Die Vereine sagen, wir brauchen ein Konzept. Und auch wir intern natürlich müssen dann, wenn es in Richtung Finanzierung geht und auch in der Richtung schon ein konkretes Konzept. Und dieser nächste Schritt ermöglicht es eben, weil Varianten auf Metaebene zu diskutieren und zu versuchen, Commitments für Zuzahlung zu finden, sind nett, sind alle gut gemeint, halt am Ende des Tages aber nicht. Entschuldigung, weil ich jetzt so nebenbei, vielleicht haben Sie es mal gehört, aber dieses Großstadion, sei es, wenn es dann käme, zwei Stadien, wäre das automatisch dann natürlich lieber oder schon dort? Nein, theoretisch könnte es auch im Bundigam stehen. Dann hätten wir eine Einstadionlösung für beide Vereine. Wenn ich jetzt ein neues Bau-Großstadion habe, lieber noch, wo dann Geschichte wird verkauft oder keine Ahnung. Ja, vielleicht gehen wir mal gedanklich davon aus, Liebenau zu sanieren und auszubauen, ist einfach nicht darstellbar, wirtschaftlich, technisch etc. Dann ist Liebenau quasi weg. Man kann von null anfangen. Oder, und das ist jetzt vorweggegriffen, wenn man den klaren Beschluss weg von Liebenau trifft, hat man Bestandsinfrastruktur, über die man legen muss, was man damit macht. Und das jetzt vorwegzunehmen, und da rede ich jetzt salopp von ist Geschichte und wir entwickeln Wohnbau bis, es gibt so viele Vereine, die Bedarf haben, das ist noch komplett offen. Also was aus Liebenau dann werden könnte. Genau. Ja. Es macht wenig Sinn, den jetzt vorzugreifen. Das Ziel ist zwei Stadien, wenn wir es finanziell und technisch behördlich darstellen können. Jetzt ganz blöd gefragt, warum gibt es halt immer noch keine Entscheidung? Ich habe viele Fußballfans, bei den Vereinen ist die Ungeduld schon sehr groß, jetzt reden wir schon sehr lange über das Thema. Ja. Und jetzt machen wir Machbarkeitsstudie. Also ich glaube, es hat jetzt einfach einmal die Zeit gebraucht, dass man von diesen ursprünglich 16 Standorten, die alle ein bisschen ausgesiebt hat, auf drei konkrete das heruntergebrochen hat und jetzt am Schluss herausgekommen ist, ein Standort ist tatsächlich noch möglich. Und den muss man sich jetzt natürlich vertiefend anschauen, gemeinsam, wie gesagt, mit Liebenau. Für den Neubau gab es noch drei von den 16, die wir vertieft untersucht haben. Von den drei, muss man sagen, sind eigentlich zwei aus fachlicher Sicht auszuscheiden. Bleibt nur über der Standort Bundigam und der bestehende. Somit sind eigentlich zwei im Raum. Im urbanen Kontext ein Stadion dieser Größenordnung neu zu errichten, sind baurechtlich, aber auch verfahrensrechtlich gewaltige Herausforderungen. Ich habe es gesagt, wir vermuten, dass wir für einen Neubau auch um ein UVP-Verfahren nicht umhin kommen. Das heißt, es ist dann ein schwer abschätzbarer Zeitraum auch, weil da haben wir keinen Einfluss in so ein Verfahren. Und das ist ein konzentriertes Verfahren, wo all diese behördlichen Themen Lärm, Licht, verkehrliche Auswirkungen konzentriert geprüft werden, abgewickelt. Um in den
Bereich zu kommen, das ein bisschen detaillierter abzuschätzen, kommt man nicht umhin, eine Machbarkeitsstudie anzufertigen. Heute ist die Entscheidung gefallen, für beide Standorte diese anzufertigen. Und erst auf Basis dieser Studien ist dann seriös eine weitere Abschätzung möglich. Und auch natürlich eine politische Entscheidung. Davor macht es fachlich keinen Sinn, weil man einfach nicht dem Behördenverfahren vorgreifen kann. Wir erwarten uns am Ende der Machbarkeitsstudie so eine Klarheit, auch behördlich, dass man sehr wohl einschätzen kann, ist der Standort dann wirklich realisierbar? Und das wird für weitere Gespräche die Voraussetzung bilden. Das verlangt auch ein Land oder andere mögliche Geldgeber, wie sicher ist der Standort. Aber kann man sagen, die Zwei-Stadion-Lösung ist der Plan A und die Ein-Stadion-Lösung ist der Plan B? Also schnicken einmal beide. Das ist so wie es finanzieren können. Nein. Natürlich, zwei Stadien für die Vereine getrennt entspricht ja auch dem Wunsch der Vereine oder zumindest sehr stark dem Wunsch eines Vereins. Gerne kommen wir als Stadt dem nach, wenn es technisch und finanziell darstellbar ist. Und somit ist das auch für uns der Weg, den wir gehen möchten. Wir möchten aber ganz klar nicht, und das sage ich jetzt unbestimmt und vorweg, irgendwelche Versprechungen machen, und das bringt da die Frage wieder zurück, wieso wir heute nicht sagen, wir bauen zwei Stadien. Wir wollen nicht Versprechungen wecken, die am Ende des Tages der Realität nicht halten. Gern wird das gemacht, es gibt auch andere Stadien überlegen, gerade in der Steiermark, die alle wunderbar sind aus der sportlichen Überlegen, die vollverständlich mittragen kann, wenn es nicht entwickeln muss, weil die Realität holt einem irgendwann ein. Und deswegen ist es auch dieser vorsichtige Schritt in die Richtung, um nicht was zu versprechen, mit dem Wissen, dass vielleicht wir unsere Nachgänger erst machen oder irgendwas, das wäre den Vereinen gegenüber nicht fair. Ich glaube, das haben sie jetzt einmal grob drüber geschätzt, 10 bis 12 Jahre gehört. Da schauen wir, da machen wir, da probieren wir, da tun wir. Hat sie auch nicht weitergebracht, hat das Thema nicht beendet und hat unser Stopp nicht weitergebracht. Das ein vorsichtiger Schritt, aber auch wichtiger, der endlich einmal zu einer Lösung führen kann. Eine Frage hätte ich noch. Ist das nicht ein bisschen eine Ironie der Geschichte? Vor 25 Jahren hat man eigentlich Liebenau errichtet, damit beide Vereine ein großes Stadion gemeinsam betreiben können. Dann haben beide Vereine in Mitte der 2000er Jahre gestauchelt, dass sie überhaupt in der Bundesliga bleiben können und nicht pleite gehen. Und mittlerweile geht es jetzt wieder genau in die andere Richtung, dass man wieder eine Trennung will. Mhm. Wer mag, versucht es charmant zu umschiffen. Oft verändert die Zeit die Ansprüche und oft der Standort bestimmt den Standpunkt in einer Thematik, ob man es Ironie kennen kann oder einfach zeitliche Veränderung der Bedürfnisse und der Anforderungen sei jetzt dahingestellt. Ich rede ja doch relativ viel mit Menschen, die ja ins Stadion gehen, ins eine oder, also zum einen Verein oder zum anderen Verein. Und ich glaube, diese Jahre, die der GAK dort nicht beheimatet war, ich verwende es bewusst, hat zu einem Gefühl geführt, vor allem auch der GAK-Fans, wahrscheinlich umgekehrt auch der Stürmer-Fans auch, das ist nicht mein Stadion, beziehungsweise das ist unser Stadion. Und das muss man halt auch irgendwo ein Stück weit mitnehmen, das ist sehr viel Emotion. Es ändern sich natürlich auch die Zeiten und nur weil das Stadion in Lübenau noch nicht so alt ist, man hätte es anders und freier planen können und nicht von jeder Seite quasi einbauen und einhausen, dann hätte man heute vielleicht das Thema nicht so sehr, dass man überhaupt an der Infrastruktur so schrauben müssen. Mhm. Und vielleicht kurz anschließend, wenn es jetzt zwei Stadien gibt, können dann beide der Stadt oder können dann den Vereinen, weil es ja ein großes Thema war, vor allem beim SK Sturm, dass sie ihre eigenen Stadien ja besitzen wollen. Genau. Da gibt es dann auch noch den diplomatischen Bogen zu spannen, weil die Herausforderung ist, dass die Ansprüche so unterschiedlich sind. Und es muss aber, und nochmal, Kollege Ebert hat gesagt, eine faire und gleichberechtigte Lösung für beide Vereine geben. Und der Besitz eines Stadions hängt jetzt zwar jetzt im Wording, aber
was schon klar ist, kein Mensch, kein Verein, keine Firma wird irgendeine Infrastruktur, irgendein Unternehmen, irgendeinen Teil kaufen ohne Due Diligence-Prüfung, ohne sich genau einzulesen. Das ist auch Teil dieses ganzen weiteren Prozesses, damit vom erwünschten Endergebnis, das man sich erhofft, das Ganze auf die Realität runtergebrochen werden kann und diese Prüfungen stattfinden können, auch für die Vereine selber, damit sie eigene monetäre Potenz, nenne ich es jetzt einmal, auch richtig einordnen können und dann eine Entscheidung treffen können, wollen wir es kaufen, wollen wir es teilkaufen, wollen wir es mieten, was auch immer. Dazu gehört auch, und das ist auch Teil dieses Prozesses jetzt, dass man sich die Rahmenbedingungen auch im bestehenden Stadion anschaut und dort auch somit das neue mögliche den neuen möglichen Standort auch mitdenkt und so ganz pragmatische und vielleicht nicht so aufregende Themen, aber wie Bierlieferverträge, Schankrechte und Co. auch mitnimmt, weil das ein großes Thema und alle Tische des Bierliefervertriebs in Schmunzeln auch ein großes Thema ist und Teil des Gesamtkonzeptes für die Antwort. Weitere Fragen? Nächsten nur suffisante Anmerkung, also ich habe das macht mir nachher. Danke für die Geduld, für die Bereitschaft, auch noch zur späten Stunde auszuharren, dem Ergebnis zu harren, dass auf jeden Fall ein guter, richtiger Schritt ist, um diesen fast schon ein Jahrzehnt lang dauernden Prozess endlich in Richtung Lösung zu bringen. Danke fürs Kommen. Danke. Ja. Anmerkung von mir, Herz kriegt ein neues Bausatzlokal. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!